Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, Halbwahrheiten kursieren mehr denn je in unserem Feld und führen zu Irritationen. Mit diesem Satz möchte ich diesen Impuls starten und ja, es ist mal wieder ein Impuls. Dieser Impuls geht hin zu dem Vollmond, der in Kürze, nämlich am 18. voll da ist, und diese Energie bringt uns weiter Wahrheiten und auch die Wahrheiten zu uns. Und ja, wir werden konfrontiert mit Wahrheiten, die uns nähren, und auch Unwahrheiten, die unsere Wahrheit nähren. Was will ich damit sagen? Wir alle leben in einer großen Illusion, wir leben in einer Matrix, und genau das, was wir glauben, das wird genährt und mit dem gehen wir in Resonanz. Und das eine resoniert besser mit uns und das andere resoniert weniger mit uns. Und so sind wir geneigt, das zu befürworten oder darauf einzusteigen, was wir in unserem Feld als gut und richtig erachten. Und wiederum das, was wir nicht als gut und richtig erachten, zu verachten. Und auch mir geht es so, dass ich da nicht vollkommen außen vor bin, sondern ich hänge genauso drin. Und ja, das, was mir ein Ja über die Lippen zaubert, das gebe ich dann gerne weiter. Und das, was ein Nein über meine Lippen zaubert, ja, das, ich kann nicht sagen, ich verurteile es, sondern ja, es passt halt einfach nicht in mein Feld. Und genau da dürfen wir auch weiter hingucken. Nämlich, ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr das, was im Außen, was auf uns zukommt, was wir an Informationen von außen bekommen, da brauchen wir gar nicht mehr weiter hingucken. Die einzige Wahrheit, die ist in uns und die ist jetzt, 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 jetzt in deinem Feld. Und diese Momentanaufnahme, darum geht es. Wie geht es dir jetzt, jetzt, jetzt in diesem Moment und nicht, wo schwelgst du hin und mit was bekommst du Bestätigungen, die vermeintlich richtig sind oder vermeintlich falsch? In dieser Zeit werden wir alle darauf hingetrimmt, in eine höhere Schwingung zu kommen. Und diese höhere Schwingung, die erreichen wir nur in diesem Jetzt-Momentum und nicht in einem erzeugten Momentum. Also das bedeutet in einem Vergangenheitsmodus oder in einem Zukunftsmodus. Dieses Jetzt-Momentum, da geht es darum, wie fühlst du dich jetzt gerade? Mit was resonierst du jetzt gerade? Tust du Tätigkeiten, die dich jetzt anreichern? Oder kommst du wie immer wieder von deinem Weg ab? Oder machst du Dinge stupiderweise, weil sie getan werden müssen? Ich habe schon vor einiger Zeit darauf angespielt, dass es in diesem Jahr extrem unter die Lupe genommen wird, was uns nährt und welche Beziehungen uns nähren und diese Beziehung insbesondere zu uns selbst, was uns da selbst gut tut und woher es kommt, dass wir verschiedene Dinge machen und verschiedene Dinge lassen. Tun wir es, weil wir irgendwas damit bezwecken, weil wir alten Konditionen auferliegen oder tun wir es wirklich aus uns selbst heraus? Und da gibt es sicherlich Momente, wo du das
eine oder andere immer wieder oder ausprobierst, verschiedene Felder näherst und dann wieder davon abkommst, um was anderes zu machen. Es gibt jetzt kein Ich muss mehr durchhalten, sondern es gibt nur noch darauf zu achten, was dich nährt und darauf hinzugucken. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer mehr merke ich, dass mich diese Informationen von außen, die ich natürlich auch lese, wie du hin und wieder mitkriegst, mal mehr und mal weniger beschäftigen und eher weniger. Und ja, wie du siehst, bin ich dann da auch nicht vorgefeit, es ganz und gar zu lassen, Informationen weiterzugeben. Das siehst du auch hier auf meinem Kanal, denn ich gebe ja immer mal gerne auch irgendwelche Informationen weiter und merke dann im Nachgang, okay, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich die Wahrheit ist. Und was ist denn die Wahrheit? Ist es vielleicht gerade meine Wahrheit, weil es mir gerade in mein Feld passt und weil es mich da gerade drin bestärkt, in dem Muster, wo ich gerade hänge. Aber möglicherweise hängst du in einem ganz anderen Muster fest. Und deshalb möchte ich dich hier anregen, alle Informationen darauf zu prüfen, nährt es einfach gerade deine Wahrheit, die du da gerade hast? Hast du es vielleicht deshalb überhaupt eingeladen, dass es in dein Feld kommt? Oder ist es vielleicht deshalb nur präsent in deinem Feld? Ist vielleicht sowieso nur in deinem Feld präsent? Also du siehst, wir dürfen philosophieren über uns und wenn du genau hinguckst, dann eher hinten dran. Nämlich, um was geht es? Es geht darum, mehr und mehr zu dir selbst zu stehen, zu deinem wahren Ich zu finden. Und dein wahres Ich findest du eben mit diesen Fragenkonstrukten. Und du kommst dann da auch eher drauf, welches Feld nährt es denn? Nährt es wirklich tatsächlich dein Feld oder dein momentaner Glauben? Und wenn wir merken, dass da noch irgendwas hakt, dann dürfen wir an unserem eigenen Glauben und Denkensmuster nochmal dran arbeiten. Woher habe ich diese Gedanken? Kommen diese Gedanken von außen? Wer denkt noch so in meinem Umfeld? Habe ich diese Gedanken übernommen? Vielleicht von meinen Eltern, von irgendwelchen Vorbildern, von irgendwelchen Ausbildungsstätten, von irgendwelchen Verwandten, Bekannten, Partner oder sonst irgendwas? Oder ist es tatsächlich meins? Und wenn es tatsächlich deins ist, dann bist du mit Sicherheit auf deinem Weg. Aber du wirst genauso, wie es mir geht, wie es vielen von uns geht, immer wieder irgendwelche Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen, die dich dazu anregen, hinzuschauen, was noch nicht ganz stimmig ist in deinem Feld. Und dann merkst du, dass du irgendwelche Gedankenmuster oder Gedanken annimmst, die gerade eben einen Bereich nähren, dem du gerne zugehören würdest. Ja, du siehst, es sind Verzwickungen im Feld und die waren schon immer im Feld, aber jetzt erkennen wir sie mehr und mehr. Und in diesem Video oder mit diesem Video möchte ich dich einfach anregen, da genauer hinzugucken und das auch zu durchleuchten, warum dir die eine oder andere Sache vor die Füße gelegt wird. Und ja, all diese Irritationen heiße sie willkommen, denn sie bringen dich weiter zu dir. Und je mehr wir zu uns finden, jeder für sich, jeder Einzelne für sich, je mehr kommen wir alle in unsere Kraft. Du darfst dich vereinigen mit Menschen, die dir gleichgesinnt sind, und wenn sie morgen aus irgendeinem Grund dir nicht mehr gleichgesinnt sind, dann gilt es an dem Konstrukt oder an dem, was du vielleicht mit denen aufgebaut hast, nicht mehr festzuhalten, sondern du darfst sie entwickeln,
ja, abschütteln und dich auf den Weg machen zu neuen Wegen. Denn, und das passiert sehr schnell, also du wirst merken, dass du Dinge abschüttelst und Dinge hinter dir lässt, die du vermeintlich gerade erst aufgebaut hast, weil sie nicht mehr in deinen wahren Lebensweg passen. Und das darfst du, das wird schneller passieren als du, als bisher. Und ja, alles dient nur unserer eigenen Entwicklung. Und genau, ja, in diesen Weg darfst du weitergehen, denn du bist viel größer, als du denkst. Entfalte dein wahres Potenzial. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Viel Spaß bei deiner Entwicklung.